Nach der Zerstörung des zweiten Tempels, als es keine Priesterschaft, Altar oder Opfer gab, mussten die Lehrer einen neuen Weg finden, mit dem sie ihre Autorität exklusiv in ihrer Hand behalten konnten, sodass der Judaismus auch ohne einen Tempel funktionieren konnte. Anders ausgedrückt, mussten sie alle zusammen eine neue Tora, ein neues Gesetz erfinden. Und das machten sie auch. Das neue Gesetz, das sie erfanden, nannten sie das mündliche Gesetz. Dieses Gesetz gab ihnen, den Rabbinern, die Autorität und Kontrolle über alle religiösen und sozialen Aspekte des Volkes Israel. Und um das Volk Israel von diesem neuen Gesetz zu überzeugen, behaupteten die Rabbiner, und das tun sie noch heute, dass das, was sie das mündliche Gesetz nannten, tatsächlich Mose auf dem Berg Sinai gegeben worden sei. Rambam zum Beispiel hat am Anfang seiner Einführung in die Mishnah behauptet, dass Mose das gesamte mündliche Gesetz auswendig konnte und dass er es den weisen Männern und dem ganzen Volk überliefert hätte. Das klingt ganz nett, aber die Wahrheit ist, dass Mose im Pentateuch viermal keine Antwort wusste auf Fragen zum Gesetz. Jedes Mal gab Mose diese Frage an Gott weiter und wartete auf seine Antwort. Das bedeutet, dass trotz der Behauptung von Rambam kein mündliches Gesetz empfangen hat, mit einer vollständigen und detaillierten Erklärung, wie all die Gesetze des Pentateuch auszulegen wären. Tatsächlich wurde Mose am Berg Sinai überhaupt kein mündliches Gesetz gegeben. Das Alte Testament zeigt deutlich, dass Gottes Bund mit Israel nur auf dem geschriebenen Gesetz beruhte, das er Mose befahl aufzuschreiben. In 2. Mose 34, 27 sagt Gott zu Mose: Schreibe diese Wörter, denn nach diesen Wörtern habe ich einen Bund gemacht mit dir und mit Israel. Kein weiteres Gesetz ist erwähnt, kein mündliches Gesetz einer ungeschriebenen Tradition, das möglicherweise mündlich überliefert worden wäre. Aber die Lehrer haben uns gezwungen zu glauben, dass das mündliche Gesetz hier tatsächlich beinhaltet wäre. Sie kamen mit einer neuen Deutung bezüglich derer, als Gott sagte, in Übereinstimmung mit diesen Wörtern. Die Bezeichnung in Übereinstimmung heißt eigentlich auf den Lippen. Aber wie wir wissen, im biblischen und im modernen Hebräisch bedeutet in Übereinstimmung mit nicht auf den Lippen, sondern in Übereinstimmung mit diesen Worten. Wir erklären in einem anderen Video die Erfindungen der Weisen, die jüdischen Schriften auszulegen. Kein Zweifel, der Talmud ist ein beeindruckendes Werk. 2,5 Millionen Wörter in 63 historischen Büchern, voller menschlicher Weisheit, mit Diskussionen zwischen weisen Männern und mit jüdischer Folklore und Kultur und Tradition. Aber es gibt keine historische oder biblische Grundlage für die Idee, dass das mündliche Gesetz Mose auf dem Berg Sinai gegeben worden sei. Das Gegenteil ist wahr. Wenn es ein mündliches Gesetz gab, das Mose von Gott gegeben worden wäre, würde man erwarten, dass es hunderte oder tausende Male im Alten Testament erwähnt worden wäre. Aber weder Gott noch Mose erwähnen den Begriff mündliches Gesetz. Auch nicht Josua, Moses Nachfolger, oder Esra, der Schreiber, oder irgendein anderer Prophet im Alten Testament erwähnte jemals den Begriff mündliches Gesetz. Im Alten Testament hat kein König oder Prophet in Israel jemals unterstellt oder über Mose behauptet, als ob Gott ihm ein mündliches Gesetz gegeben hätte. Wenn ein mündliches Gesetz tatsächlich existieren würde, wäre es nicht Teil des Bundes Gottes mit Israel. Wenn es existierte, hat es offensichtlich niemand interessiert. Also im Alten Testament hat kein Prophet, Priester oder König jemals ein mündliches Gesetz erwähnt. Keiner von ihnen hatte jemals Interesse oder den Wunsch, etwas darüber zu wissen oder ein mündliches Gesetz zu befolgen. In anderen Worten, bezüglich dessen, was im Alten Testament geschrieben steht, gab es niemals ein mündliches Gesetz, das Mose am Berg Sinai gegeben worden wäre. Das mündliche Gesetz ist ein Mythos, erfunden von den Rabbinern, um sich selbst Autorität und Kontrolle zu verschaffen. Die Bezeichnung »das Buch des Gesetzes« gibt es unzählige Male im Alten Testament. Während, wie wir schon gesagt haben, obwohl man erwarten könnte, die Bezeichnung tausendmal zu finden, gibt es nicht eine einzige Erwähnung des Begriffs mündliches Gesetz im ganzen Alten Testament. Tatsächlich wird der Begriff mündliches Gesetz auch an keiner anderen Stelle außerhalb des Alten Testaments erwähnt. Aber plötzlich tauchte es zum allerersten Mal, ca. 1500 Jahre nach Mose, auf. Rabbi Mordechai Neugreschel behauptet, dass das mündliche Gesetz von Generation zu Generation durch die Geschichte ununterbrochen weitergegeben worden wäre.
Aber im Buch Josua wendet sich Gott zu Josua ben Nun und bestimmt ihn als Führer. In Josua 1, Vers 8 sagt Gott zu Josua: Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tust alle Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Interessant, oder? Gott sagt zu Josua, dass er alles tun soll, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes. Gott verweist nicht und deutet nicht einmal an, dass ein mündliches Gesetz existieren würde, das er Mose gegeben habe. Deshalb sehen wir schon gleich zu Beginn, dass eine ununterbrochene historische Weitergabe überhaupt nicht existiert. Aber wir sollten erwähnen, dass die Traditionen und Anweisungen weiser Männer dann und wann im Alten Testament erwähnt werden, aber immer in negativer Hinsicht. Zum Beispiel in Amos 5, Vers 21 sagt Gott zu dem Volk Israel: Ich hasse und verachte eure Festtage. Oder in Jesaja 29, 13 sagt Gott zu Israel: Und der Herr spricht, darum, dass dieses Volk zu mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nach Menschengeboten, die sie lehren. Gott drückt seinen Ärger über das Volk Israel aus, weil sie Menschengeboten folgen. Genau wie heute, wo sie dem mündlichen Gesetz folgen, das die Rabbiner erfanden, damit sie Autorität und Kontrolle über euch alle haben. Aber der beste Beweis kommt tatsächlich aus Äthiopien. Die Juden aus Äthiopien kamen nach 2000 Jahren Exil zurück nach Israel. Diese Juden erkannten weder die Autorität noch die Macht der Rabbiner an. Sie erkannten nicht die rabbinischen Traditionen an und sie hatten noch nie etwas gehört von der rabbinischen Erfindung eines mündlichen Gesetzes. Interessant, oder? Diejenigen, die vor 2000 Jahren in Israel lebten und jetzt wieder zurückkamen, erkennen keine Existenz eines mündlichen Gesetzes an. Ist das überraschend für dich? Für uns nicht. Das ist nur ein anderer Beweis für die Tatsache, dass das mündliche Gesetz Mose niemals auf dem Berg Sinai gegeben, sondern von den Weisen erfunden wurde, damit der Judaismus weiter existieren kann, und zwar ohne den Tempel und ohne den Messias, den sie ablehnen. Our ministry, One for Israel, is an initiative of native-born Israelis on the forefront of media and high-tech evangelism, boldly proclaiming salvation to Israel. Raising up leaders and equipping them with the tools they need to transform our communities. We also provide humanitarian aid to Holocaust survivors with the love of Yeshua. Join us as we share the gospel in Israel. Become one for Israel.